Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, mit meinem Plan so für die Woche aufnehmen wird leider nicht wirklich was. Die Folge hier ist jetzt ganz frisch aufgenommen, ne? Ah, hat leider nicht ganz so geklappt. Mir ist dann heute doch noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Und ja. Aber wir sind jetzt hier mal einmal wieder auf der Ravensberg unterwegs. War ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir hier drauf waren. Ja, etwas länger. Ne? Und ich weiß, dass wir beim letzten Mal die Sonnenblumen angesehen hatten. Ja, da hatte ich ja gesagt, das passt ja nicht ganz so. Die hatten wir ja anders angesehen gehabt. Da passt es nicht ganz an den. Ah, naja, gut. Das ist nicht ganz so schlimm. Und zwar, wie gesagt, hatten wir ja hier in den letzten Folgen. Sonnenblumen angesät. Das habe ich jetzt fertig gemacht. Und nun ist so ein bisschen Dünger ausbringen, Pflanzenschutzmittel ausbringen. Das werden wir, denke ich mal, alles mit dem Valtra machen. Weil bei dem Case, bei dem 175er, sah das mit der Pflegebereifung nicht so doll aus. Und ich glaube bei Cat oder hier bei auch bei wir haben jetzt hier Möhren. Wenn wir da jetzt in der Wachstumsstufe rauffahren mit normaler Bereifung, machen wir die ganze Sache kaputt. Fahren wir uns das kaputt. Und das will ich ein bisschen vermeiden. Wir brauchen sowieso Pflegebereifung für die 41-42. Da ist ja unser Hafer. Hafer, ne? Hafer? Bist du Hafer? Bist du Hafer? Du bist Hafer. Da ist ja unser Hafer drauf. Und da müssen wir so oder so die Pflegebereifung, weil der ja schon von der Wachstumsstufe ein bisschen weiter ist. Ne? Na, da passt das auch nicht ganz. Ich sag, das ist aber auch nicht ganz so schlimm. Wir hatten da ja, oder wir hatten hier ja ein bisschen anders angesehen. Hier hatte ich ja das vorgewendet im Nachhinein gemacht, deswegen sind wir hier ein bisschen, ja, passte das nicht ganz so, aber auch nur an den Rändern, ne? Alles andere ist wieder gut. Hier bin ich auch ganz schön, naja, egal, passt irgendwie alles, ne? Ja, deswegen heute hier ein bisschen Dünger fahren. Wir müssen die Wiesen auch noch alle düngen. Dann müssen wir noch Spritzen fahren. Hier auf dem Feld da hinten, auf der 41-42 muss Dünger gefahren werden. Also wir haben ein kleines bisschen zu tun mit der Pflanzenschutzsache und sowas alles. Livestream heute Abend hatte ich, glaube ich, im gestern Livestream gesagt. Muss ich gucken, ob ich das schaffe. Vielleicht kommt er dann ein bisschen später. Normalerweise ja so 19 Uhr. Vielleicht machen wir 19:30 denn. Eventuell muss ich mal schauen, ne? Weil eigentlich muss ich da ja vorspulen jetzt. Ihr wisst ja, dass das ja eigentlich nur geregnet oder nur Regen gibt jetzt die nächsten Tage. Auch der Bantico. Naja.
Oh, das passt. Irgendwie sehen die Spuren hier ganz schön breit aus, muss ich sagen. Irgendwie sehen die ganz schön breit aus, aber naja. Hier hätten wir mal noch so eine Ausfahrspur reinmachen sollen, ne? Hier hätten wir mal noch eine reinmachen sollen. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen die Zwiebeln. Ja, da ist auch schon was gekommen. Sah nämlich so ein bisschen leer aus. Aber da ist auch schon was zu sehen. Die Sonnenblumen sind leider noch nicht aufgegangen oder gekeimt. Rein theoretisch müsste... Okay, die Zwiebeln wollen gar nicht so viel haben. Jetzt wollen sie doch wieder ein bisschen mehr. Aber vielleicht liegt es ja auch am Boden, ne? Wollen sie da ein bisschen mehr und da oben ein bisschen weniger? Wer weiß das schon, ne? Beziehungsweise, wie gesagt, liegt es vielleicht auch am Boden. Am Bodentyp. Da und hier ein bisschen mehr, da und hier ein bisschen weniger, ne? Da drüben ist alles soweit gut. Ja. Aber die wollen ein bisschen weniger haben, ne? Ist nicht ganz so. So grün, sag ich mal. Oh. Das ist nicht ganz so grün hier, aber naja. Solange der Ertrag nachher stimmt, ist mir das eigentlich relativ. Na, Leute. Ach so, ja, die hatte ich ja nur zur Sicherheit da, die Fahrgasse, stimmt, genau. Die hatte ich nur zur Sicherheit mit reingenommen. Ja, hier will er nichts gedüngt haben. Sagt er sich, naja, gut. Wenn wir nochmal auffüllen, ne, die ganze Sache, und dann fahren wir mal zu 41, 42... Ja, 41, 42. Das hatte ich da schon mal gedüngt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Müssen wir nochmal gucken fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon mal gedüngt hatte oder nicht. Ich glaube, Hafer will auch nicht ganz so viel Dünger haben. Oder da reicht es auch, wenn der Stickstoffgehalt nicht so hoch ist, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Da müssen wir jetzt noch mal einmal hinfahren. Wenn nicht, dann ist ja gut. Dann müssen wir mal gucken, wegen dem Wiesen, wie das da aussieht. Also es soll hier wieder, wer hätte es gedacht, es soll wieder nur regnen. Ne? Wunderbar. Man kennt es ja nicht anders bei mir. Ich glaube, ich schmeiß den Geomod bald raus. Ich glaube, ich schmeiß den Geomod bald raus, weil, ja. Nur mal Regen, 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 das ist ja echt nicht mehr schön.
Ne? Das macht ja auch dann keinen Spaß, wenn es wirklich nur mal regnet, regnet, regnet. Das war letzte Saison hier auch schon so. Diese Saison ist das wieder so. Ich glaube, das macht so also richtig auch keinen Spaß, denn wenn es wirklich immer nur regnet. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Ja, doch, ich glaube, hier waren wir schon mit Düngen. Ich glaube, das hatte ich im Herbst oder so noch gemacht gehabt. Na gut, dann fahren wir hier rauf mit der Spritze. Ja, wir können ja noch mal außen rumfahren, aber ich glaube nicht. Nee, da wird sich nichts mehr ändern. Gut, dann müssen wir mit der Spritze hier noch mal einmal rauf. So, dann müssen wir mal gucken, was unsere Wiesen sagen. Auf der einen Wiese haben wir ja Luzerne angesät. Die müssten eigentlich auch noch mal gedüngt werden. Eigentlich. Gucken, ob es noch geht, ist die andere Sache. Oh, ja, Vorfahrt geklaut. Hey, voll abgedrängt, habt ihr gesehen, ne? Weiß gar nicht, ob wir hier jetzt überhaupt noch was düngen können oder so. Oh ja. Das sieht gut aus. Jawohl. Das sieht gut aus. Dann machen wir das hier halt nochmal, ne? Wiese düngen. Oder Wiesen düngen. Hier warten wir aber auch mit dem ersten Schnitt ein bisschen. Ja, bis die Luzerne soweit ist, ne? Mal gucken. Na. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Könnte man jetzt schon theoretisch ernten, theoretisch. Können wir gleich so ein Auge nach unten werfen. Wir können ja da so ein bisschen rauf gucken. So ein bisschen. Wie wir sehen, sehen wir da noch nicht so sehr viel. Dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, das werden wir denn, wenn die Luzerne reif ist, werden wir hier auch den ersten Schnitt ansetzen. Das passt denn schon. Ne? Das passt denn schon. Guti, wir sind aber auch am Ende angekommen, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, Livestream heute Abend. Mal schauen, vielleicht auch erst 19:30.
Mal gucken, ich werde vielleicht noch bei Instagram auch noch wieder was reinsetzen. Mal schauen, ne? Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde mich auf jeden Fall auch riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.